Hallo Leute, heute möchte ich euch ganz kurz zeigen, auf einfachem Wege, wie ihr denn an verschiedene Items, Gegner, Artefakte, Monster kommt. Es gibt eine Internetseite, die nennt sich Genshin Impact Map und ich packe die Adresse mal in die Videobeschreibung. Auf der Map könnt ihr die Fundorte verschiedener Materialien, Gegner, was haben wir denn hier? Living Objects, Plants, Monster, alles Mögliche könnt ihr da finden. Und was ich zum Beispiel genutzt habe, ist das Geokulus-Farmen, weil ich habe wirklich nicht alle Geokulus auf einmal gefunden. Mir haben irgendwie noch so, ja, 10 oder so gefehlt. Und die, was ich nicht hatte, die waren echt sehr versteckt. Und diese Map hat mir gut dabei geholfen. Es ist zwar ein bisschen Cheaten, aber mein Gott. So würde ich es niemals finden. Ja. Ich würde niemals drauf kommen, dass an manchen Stellen da ein Geokulus wäre. Die Map dient wirklich nur zur Unterstützung. Ich meine, wenn ihr sagt, hey, ich brauche einen Wolfshaken, ja, dann seht ihr hier, die gibt es nur hier oben. Und sogar die Plätze, wo ihr sie findet. Und wie viele davon. Ja. Wie viele davon, da sind zum Beispiel vier. Also es sind natürlich mehr auf einem Fleck, aber halt die Plätze. Ne? Also es ist mega praktisch. Wollte ich euch nur mal kurz zeigen. Die Adresse findet ihr in der Videobeschreibung. Falls ihr Fragen dazu habt, könnt ihr das gerne natürlich auch in die Kommentare schreiben. Ich hoffe, es hat euch geholfen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Was ich ganz vergessen habe, ist, dass man diese Weltmap kann man auch mit einem Profil, mit einem Google-Profil verbinden. Ich habe das mal gemacht. Ich verbinde mich mal eben ganz kurz mit meinem Profil. Ah, willkommen. Dann seht ihr meinen Namen. Das werde ich natürlich ausgrauen. Und dann seht ihr hier, wie viele Geokulus und so ich abgehackt habe. Na, wenn ich jetzt sage, ich habe. Mir fehlen jetzt noch ich kann es nicht aussprechen. Anemoculus. Dann kann ich jetzt sagen, ah, den hier habe ich gefunden. Mark as found. Ah, dann ist er weg. So. Und dann kann ich ihn wieder sichtbar machen. Also es ist wirklich praktisch auch, um eben diese Kulusse zu fangen, beziehungsweise einzusammeln. Ich hoffe, euch hat das Video geholfen und es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch ein Like da und vielleicht ein Abo. Und falls ihr Fragen habt, gerne einfach einen Kommentar unter mein Video packen. Vielleicht kann ich die eine oder andere Frage dann beantworten. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.